Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Das ist der Gegner Darmstadt 98. Pokal heißt es also. Ja, ich glaube, erste Runde ist das, glaube ich, schon wieder. Oder ist das zweite Runde? Ja, okay. Da möchte ich, das sollte man ein bisschen im Auge behalten. Okay, gut. Dann müssen wir das tatsächlich angehen. Gut, gehen wir heute rein mit dem Darmstadt-Spiel im DFB-Pokal. Ich glaube, es dürfte, wie gesagt, die erste Runde sein. Und dann geht es gegen Bochum. So, Transferangebot für Pereira. Sehr gut, er kann also den, darf den Verein verlassen. Genau, dann geht es nach Neapel. Also jetzt Bayreuth, dann kommt, wie gesagt, Bochum und dann geht's nach Neapel zum wichtigen Spiel, um vielleicht irgendwie doch noch das Spiel zu drehen und dann tatsächlich die Chance Richtung Platz 2 in der Gruppenphase zu retten, um weiterzukommen. Ansonsten spielen wir, wenn man, je nachdem, wenn man findet, wie das Spiel gegen Fener ausgeht, das Heimspiel, tatsächlich dann in der Europa League. Aber das ist erstmal in Zukunft. Jetzt also erstmal DFB-Pokal. Wir wollen als Titelverteidiger dann in nächste Runde einziehen und ich werde ein bisschen rotieren. Dementsprechend, ich werde natürlich mal wieder ein bisschen, ja, Moukoko soll mal wieder von Beginn an spielen und Martel darf auch mal zeigen, was er kann. Ja, und das denke ich mal so. Erstmal passt. Ja, müssen wir es mal so angehen. Ja, diese bittere Niederlage gegen Neapel, diese Heimniederlage, die tut natürlich extrem weh, weil es vielleicht ein bisschen die Hoffnung kaputt gemacht hat, um vielleicht ja doch noch Richtung Platz 2 zu schielen. Aber gut, es ist halt Neapel, ne? Vielleicht doch eine Nummer zu hoch. Also wir können durchaus ein bisschen mithalten mit den ganz Großen, aber am Ende setzt sich halt die Klasse doch noch durch. Aber jetzt erstmal den vierten Pokal. Weiter geht's. Hallo und willkommen zu diesem Spiel, bei dem es leider in Strömen regnet. Am Mikrofon sind auch heute wieder Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen am heutigen Tage eine Partie aus dem DFB-Pokal. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Für beide natürlich die große Chance, Wolf. Beide wollen eine Runde weiterkommen. Einfach wird das nicht. Ein offenes Duell. Alles möglich. Und von daher glaube ich, das wird eine spannende Partie. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt und das bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch heute wieder viele Konter sehen. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Das ist schon eins ihrer wichtigen taktischen Mittel. Damit versuchen sie es immer wieder. Ja, größtenteils ist dieser Kader tatsächlich noch original. Aber wie gesagt, Darmstadt, wir müssen sie schlagen, um weiterzukommen in die nächste Runde. Mal schauen. Dann mal gucken, darf heute ein bisschen was zeigen. Vielleicht, wie gesagt, auch um die gegen Neapel in der Startformation. Das könnte natürlich auch durchaus eine Option sein, um da ein bisschen mehr Geschwindigkeit vorne rein zu haben. Der Ball ist freigegeben und das Spiel beginnt. Anschluss Darmstadt. Anschluss Darmstadt. Auf geht's. Wir wollen in die nächste Pokalrunde. Und Darmstadt die. Die Überraschung sorgen. Und dann aber erstmal Opa Meyang. Ja, vielleicht hätte er das laufen können. Vielleicht hätte er noch ein paar Meter laufen können. Die Ecke kommt rein. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Macht er ihn. 1-0. Ja, da ist es. Da ist die frühe Führung in dieser Partie.
Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Ja, sie bringen den Ball nicht richtig raus, die Szene geht aber weiter schön umspielt. Und dann der Treffer eben doch. Also da musst du konsequenter agieren. Eins zu null für Bayreuth. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. Schöbert. Ah, schade. Wenn ich da vorbeigekommen wäre, wäre es ganz gefährlich geworden, weil der war, glaube ich, der letzte Abwerfmann. Ich vermute. Ah, gut gemacht von Scherner. Über Schildero. Gehalten, aber weiter aufpassen. Sie haben den nein, nein, Ball ist okay. Passiert nicht. Ich glaube und ich gehöre auch dazu, viele haben den Ball schon drin gesehen. Aubameyang. Aubameyang. Die Chance. Oh, sie lassen diese Chance liegen. Ja, so kannst du ihn natürlich nicht überwinden. Das war überhaupt nicht konsequent. Ah, schade. Da geht er gut in den Zweikampf. Und der nächste Ball über Moukoko. Mein Gott. Wir lassen gerade ein bisschen zu viel liegen. Da kommt die Ecke. Erstmal wieder raus. Nochmal raus. Und Jerome Rothe. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Nächster. Oh, und das war knapp. Das war richtig knapp. Den habe ich fast sogar drin gesehen. Das war irgendwo ein Schock gewesen. Wir haben einen klaren Wert vom Spiel. Wir sind klar die bessere Mannschaft. Moukoko. Moukoko. Das ist Aubameyang. Hat erstmal Tempo. Aubameyang kommt aber nicht vorbei. Dann verlieren sie doch den Ball. Ja, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen abpassen. Gute Aktion jetzt. Da ist die Chance. Und Youssoufa Moukoko. Dieser Ball. Er taucht runter, macht sich lang und dann ist er dran. Da hat er sich einen Sonderlob verdient. Machen sie halbherzig. Das könnte sich hier rächen. Schiri? Ja, wollte gerade sagen. Er gibt doch das Handspielfoul. Ich bräuchte einen Linksfuß, meiner Meinung nach. Na, das hat so sein gehen jetzt. Scherner? So richtig gefährlich war das nicht bei diesem Freistoß. Linksfuß wäre vielleicht doch idealste gewesen, aber ich habe, glaube ich, jetzt, wüsste ich jetzt gerade keinen, damit habe ich jetzt auch nicht suchen wollen die ganze Zeit. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Die Fans werden laut. Sie fordern jetzt schon einen Schuss. Ja, haben wir doch gekriegt. Hat nur nichts gebracht. Nichts Nennenswertes gebracht. Sterner. Das sieht vielversprechend aus. Da ist die Flanke. Und jetzt vielleicht mal. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. Gutes Timing, gute Grätsche. Grätsch erstmal von Egloff den Ball weg. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne, aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach nicht, aus dem Ballbesitz auch mal Chancen zu kreieren. Daran muss gearbeitet werden. Ganz sicher. So, Ecke kommt. Er holt sich vorne den Ball. So. Kein Problem für den Torhüter. Und dann wird wahrscheinlich Pause sein. Ja. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Jo. 1-0. Drücken die Überlegenheit. Mehr Chancen. Mehr vom Spiel. Aber außer sein Tor nichts wirklich Zählbares. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit passieren wird.
Gehen wir mal in die zweite Halbzeit. Die Ergebnisse interessieren uns gerade nicht, weil erstmal unser eigenes Ergebnis interessant ist. Egloff. Aha, schauen wir mal Sterner. Der jetzt mal wieder wie immer erstmal auf Tempo geht. Sterner. Geht vorbei an drei und dann der Ball geht an allen vorbei. Ballerobo. Schön gemacht. Schilderung. Jetzt hat er mal ein bisschen Tempo. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da, gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Darmstadt hat den Ball. Bader. Das Pressing ist da. Oh. Ist noch Trick gegen Egloff. Und damit kann er vorbei. Und jetzt ist hier die Seite auf. Mit tollem Timing geht es. Schön macht die Torschütze. Bisher. Der einzige auch. Da ist Platz für den Konter. Au, der war wichtig, weil sonst wäre es. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Abflug. Bruno Aubameyang. Oh, dann ist es mal. Lilian Egloff. Jetzt mal. 2-0. Da ist es. Wichtig, dass sie das machen. Jetzt sind sie hier mit zwei Treffern vorne. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. 2-0 steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. So. Schönwald. Mukoko. Super, und Mukoko. 0-3. Nächstes Tor, Führung damit auf 3 Tore erhöht. Endlich. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Jedenfalls mal Stand, erste Aufgabe gelöst und. Mukoko geht dazwischen. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Sie werden hier wechseln. Schade, das war mal eine Idee. Da ist die Chance. Oh, Mukoko, 4-0. Ist stark. 4 Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Jetzt fallen auch die Tore. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das an einen, an zwei Stärke vorbei. Und Tor. Dann gib ihm. Tolles Tor. Und jetzt ist es dann auch durch. Man steht in der, klar, in der nächsten ihnen Runde. Sie können einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Bader. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Abseits. Pfiff sorgt erstmal für Erstaunen. Abseits. Mukoko. Oh, so. Das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Mindestens gelb. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Und jetzt die Chance. Mukoko, 3-0, 5-0. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Yusufa Mukoko. Wir schauen nochmal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der wieder eine Standardsituation, wie beim Eckball, wie beim 1-0. Dann ist sie dran. Aber das ist einfach. Jetzt wieder ein Freistoß. Jetzt haut man sie. Man hat sie definitiv in der nächsten Runde. Also. Das war mit dem 2-0 eigentlich schon fast klar. Novoa mal rein. So. Ich denke mal, wir können jetzt ein bisschen rotieren. Klasse gemacht, schön durchgesetzt. Ein tolles Tor.
So, einige Wechsel jetzt. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5:0. Den fangen sie ab. Da könnte jetzt was entstehen. Tietz. Jetzt irgendwie das Spiel doch zu null nach Hause fahren. Da kommt der Schuss. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Der Vorsprung. Ganz kurz. Sie kommen jetzt. Und er kriegt sogar noch den Elfer. Handspiel. Ja. Das wäre wohl der Sieg, wenn der reingeht. Passt. Elfmeter und Tor. Tor Nummer 4 für ihn heute. Ja, wie gesagt, der wäre eine Option wahrscheinlich für vielleicht Neapel noch. Und zwar sowas von souverän versenkt. Ja, Ab wird jetzt nochmal kommen, schnell. Für den Held des Tages. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Also jedenfalls muss Moukoko, wie gesagt, mit 4 Toren definitiv Man of the Match. Das wird wir auch passieren. Auf die Uhr. 5 Minuten so passen. Sind hier noch. Er hat auch mal eine gute Situation noch gehabt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Oh, das sollte nicht so passieren. Schöne Bewegung. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen. Nein, aber gut gemacht. Kein Foul. Konter über Sterner. Ja, ich wollte gerade überlegen, soll ich den schon mal noch reinschicken? Aber der macht einen. Geht nicht mit. Hereingabe jetzt. Erstmal geklärt. Probier es nochmal. Abwehrversuch scheitert. Auch nicht. Die Szene geht weiter. Und dann ist Ende. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie. Und damit stehen sie nun also in der nächsten Runde. Das sah fast schon mühelos aus. Alles im Griff. Ich bin gespannt, was für sie in diesem Wettbewerb noch möglich ist. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihnen. Ich glaube, die Tore sprechen für sich. Die Abwehr hat ab sofort Albträume. Das war ein unglaublich starkes Spiel. Das war überragend. Ja, 6:0 der Endstand. Die Ecke kommt rein. Am Ende passt es dann auch vom Ergebnis her. Haus hoch überlegen. Ich habe irgendwelche Überraschungen. Ich gucke gleich mal rein in die Ergebnisse. Wie gesagt, nächstes Gegner ist dann eben uns jetzt der VfL Bochum. Und danach kommt Neapel. So, Wettbewerb ausführen. Ansehen. So, gucken wir mal nach. Mainz gewinnt in Hoffenheim. Wir haben unser Spiel gesehen. Genau, das war Runde 2 übrigens. Runde 1 brauchten wir nicht antreten als Bundesligist. Haben wir da überhaupt in der Bundesliga, der ersten Runde irgendwelche großen? Ne, eigentlich gar nicht, ne? Nö, eigentlich nicht, muss ich sagen. War überhaupt nichts. Nö, eigentlich muss ich sagen. Oh, das ist interessant. Oh, da kommen noch zwei Gegner. Freiburg gegen Bayern. Ja, und Wiesbaden gegen BVB, ja. Na gut, okay. Ist egal. Wie immer sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Duell gegen den VfL Bochum in Bochum. Wir wollen dranbleiben an der Spitze und uns eventuell ein bisschen das kleine Mini-Polsterchen auf Leipzig und Dortmund ein bisschen bewahren. Aber das schaffen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge an. Morgen 14 Uhr, wenn ihr wieder Bock drauf habt. Bis dahin, tschüss.